Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen VT-Land Video. Wir machen weiter mit unseren Energy Drinks aus Polen. Diesmal gibt es Tiger Energy oder wie Obers Klink sagen würde, Tiger Energy. Und die Polen haben es anscheinend wirklich mit Boxern. Hier ist irgendwie der Dariusz Michalczewski. Ich weiß nicht, ob der nur früher Werbung gemacht hat oder ob der da auch daran beteiligt ist. Der steckt da auch irgendwie über X-Ecken mit drin. Den hatte ich noch nie. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe aber schon mal rumgesucht, denn hier steht natürlich alles nur auf Polnisch drauf. Trotzdem habe ich herausgefunden, dass wir hier wieder 32 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter bekommen und dass wir irgendwas mit 46 Kilokalorien auf 100 Milliliter haben. Also ich erwarte hier einfach jetzt mal einen Standard-Energy-Drink in normal süß. Riechen wir mal dran. Schnupper, schnupper. Ja, Gummibärchensaft. Da rieche ich auch nicht irgendwie was anderes raus. Stinknormaler Gummibärchensaft. Wir machen den Farbtest. Und auch hier ist alles wieder gleich absolut normal. Also ich erwarte jetzt nicht irgendwelche Überraschungen. Und sage jetzt einfach mal Prost und weg den Tiger in mir. Ja, normaler Gummibärchensaft, aber der unterscheidet sich so ein bisschen. Denn ich habe nur ein leichtes Prickeln, so, ich sag mal, der ist sanft, das will ich jetzt damit sagen. Der kommt vom Geschmack wie ein normaler Energy Drink rüber, fühlt sich aber viel sanfter an. Leichtes Prickeln, leichte Schärfe, leichtes Nicht-Brennen, aber das leicht Aggressive von diesen Gummibärchen-Saftdingern immer. Aber sehr sanft dabei. Wirklich, ist jetzt, also Tiger hätte ich den vielleicht, ich hätte da vielleicht eine Katze, aber kein Tiger. Also der ist jetzt nicht so, wenn ich den trinke. Der schnurrt eher. Ja, also, ganz normaler Energy Drink vom Geschmack. Fühlt sich sanfter an, nettes Experiment, aber auch hier nichts Weltbewegendes Neues. Das war's auch schon, das war jetzt ruckzuck, kurz und schmerzlos. Macht es gut und bis zum nächsten VT-Video. Tschüss!